Alles bewegt sich. Was? Was? Das ist schon krass. Alter, what the fuck ist das trippy? Ey, ich bin so high gerade, ne? Fick dich! Nein! Ich bin froh, dass wir schon das meiste vom Video haben, weil das fickt meinen Kopf so sehr. Okay, lass uns doch mal jetzt einen Ticken Abwechslung hier reinbringen. Was wir nämlich jetzt machen, so, das wurde jetzt nämlich wieder vorbereitet, nämlich machen wir jetzt optische Illusionen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt auf uns zukommt, aber ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie trippy es wird oder ich weiß nicht, wie weird es wird, aber ich bin bereit für optische Illusionen. Dann geht's los. Welches Feld ist dunkler, A oder B? All beide gleich, dunkel. Es ist immer die Antwort, beide gleich. Nee, das geht ja nicht. Hä? Nee, A ist dunkler. Also es müssten beide gleich dunkel sein, weil sowas immer beide gleich sind. Aber es muss ja A sein, weil das ist ja nicht gleich dunkel. Das ist ja nicht ein leichter Shading-Unterschied, sondern es ist ja schon anders. Wenn das jetzt gleiche Farbe ist, glaube ich, weiß ich nicht, was ich da mache. What the fuck? Selbst jetzt sieht es nicht mehr gleich dunkel aus. Hier sieht es gleich dunkel aus, aber hier nicht mehr. Krass, ne? Ich muss mal kurz A für mich zuhalten. Ja, Tatsache, es verändert sich nichts. Boah, krass, Digga. Okay, das hat mich jetzt, das hat mich ein bisschen geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Krass. Die Farben sind identisch. Die Illusion entsteht nur durch den Schatten und die Farbe der herumliegenden Felder. Ich verstehe. Schaue auf die lila Kreise. Ach so, jetzt soll man erst ins Fadenkreuz gucken. Was? Hä? Da verschwinden die. Habt ihr das auch gesehen? Die lila Dinger verschwinden und es gibt einen grünen Punkt, der drumrum geht? Alter, what the fuck ist das trippy? Alter, hab ich gerade Pilze genommen? Nun sollst du einen grünen Punkt sehen, der sich um das Fadenkreuz dreht. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Bei einigen Leuten verschwinden auch die lila Kreise. Ja, bei mir haben die lila Kreise verschwunden. Warte ganz kurz. Bitte 1, wenn bei euch die lila Kreise verschwunden sind und 2, wenn bei euch nicht die lila Kreise verschwunden sind. Also 2, wenn nicht die lila Kreise verschwunden sind. Bei mir sind die lila Kreise verschwunden. Aber bei manchen auch nicht. Krass, Alter. Ist das fucking trippy. Boah. Okay, nächste optische Illusion. Die grauen horizontalen Linien im nächsten Bild verlaufen exakt parallel. Was? Ey, ich bin so high gerade, ne? Ey, die sehen immer kreuz und quer aus, ne? Also wenn ich nach rechts gucke, sehen die so aus, als ob die links nach so auseinander gehen. Und wenn ich nach links gucke, dann sehen die so aus, als ob die so rechts so schmal zusammengehen. Ich rall's nicht. Ey. Niemals. Was? Ey, das fickt so sehr mit meinem Kopf. Oh mein Gott, das fickt so sehr mit meinem Kopf gerade. Das sind wirklich gute optische Illusionen. Das sind jetzt nicht so, die Linien sind, wie lang sind die Linien? Ja, beide gleich lang. Und du denkst dir so, ja, sehen auch gleich lang aus so. Aber okay, krass. Wie unterscheiden sich die beiden folgenden Tische in Form und Größe? Die sind gleich groß. Ja, aber haben nicht die gleiche Form. Aber sind, der eine Tisch ist halt länger. Aber die Fläche könnte gleich groß sein. Ist doch nicht die gleiche. Hä, das hat sich doch verändert. Nee, sorry, aber das hat sich doch verändert. Mach einen Finger. Also das ist, auf meinem Bildschirm ist das jetzt von der Höhe, ist das mehr als meine Fingerspannweite. Und das andere, was ist auch mehr als meine? Was? Was? Niemals. Ich hole einen scheiß Lineal raus. Also, auf meinem Bildschirm ist das eine 23,5 und das andere, fick dich. Nein! Nein! Das ist literally das Gleiche! Prall ich nicht. Ich bin komplett breit. Okay, decke die Seiten ab, damit es langsamer wird, oder die Mitte, damit es schneller wird. Okay, ich decke jetzt meine Hand auf die Mitte. Ey, das ist mir alles zu trippy, Entschuldigung. Das ist mir alles zu trippy. Okay, das ralle ich aber. Weil wenn du auf der Autobahn bist und guckst zur Seite, dann kommt es ja auch schneller vor, als wenn du nach vorne guckst. Das ist ja auch irgendwie klar. Deswegen, das habe ich jetzt irgendwie gerallt so. Ah,
Okay, jetzt sind wir bei solchen optischen Illusionen. Ja, okay, ich hab's gerallt. Er hier steht einfach hinten. Er ist einfach... Der kleine Junge ist einfach ein alter Mann. Okay, das war jetzt zum Auflockern. Ein bisschen, wir haben ein paar lustige Kleinigkeiten bekommen. In welche Richtung dreht sich die Tänzerin? In beide, je nachdem, wie du guckst. In den Chat, 1 für links, 2 für rechts. Okay. Ich sag links. Ja. Ja, aber das kennt man. Das mit der Tänzerin kennt man, oder? Was stimmt mit Steve im rechten Bild nicht? Okay. Okay. Was stimmt mit Steve im rechten Bild nicht? Ja, die Augen und der Mund sind sozusagen falsch rum, ne? Aber das fällt nicht direkt auf. Einfach... Krass, Digga. So wird's direkt auffallen. Aber so nicht. Krass. Die Dinos kenne ich. Die sehen so aus, als ob die Köpfe sich drehen würden, aber die drehen sich gar nicht. Krass, ne? Welchen Farbverlauf hat der Gradient in der Mitte? Was für Fremdworte, Alter. In der Mitte ist das grau, wenn das die Frage ist. Ist das die Frage? Das ist grau. Wir gehen von dunkelgrau zu hellgrau. Ist das die Frage? Ach so! Ja, natürlich, Chat, weiß ich auch. Wir bleiben, das Ding in der Mitte ist gleiche Farbe die ganze Zeit. Klar, sage ich jetzt auch. Keinen. Wow! Digga, diese Sachen, die so trippy sind, ne? Boah, Digga. Digga, was? Alles bewegt sich. Alles bewegt sich. Boah. Boah. Ja, habe ich mir jetzt gedacht, dass sich keines der Bilder bewegt. Aber das ist schon so diese trippy Scheiße. Die macht mich immer fertig, Alter. Diese trippy Scheiße. Einfach, du guckst da so drauf und denkst dir, boah, das ist dieses, alles wabert so, Was ist komisch an diesem Stuhl? Keine Ahnung, ist ein Stuhl, ne? Nachher heißt es so, oh, der ist gar kein Stuhl, weil der hat keine Perspektive oder der existiert gar nicht. Alter, wer baut sowas, ne? Was ist das Besondere an diesem Bild? Es besteht nur aus Punkten? Wow! Ach, es besteht literally aus Punkten! Es besteht literally... Boah, das ist schon krass. Das hier ist einfach das hier gewesen. Boah. Ey, es ist so todestrippy. Ich bin froh, dass wir schon das meiste vom Video haben, weil das ist, also das fickt meinen Kopf so sehr. Ja, okay, ist wieder die Frage, ne, wie lang sind die jeweils? Und die Antwort ist immer, die sind gleich lang, ne? Die Antwort ist einfach immer gleich lang. Ja, okay, das kennt man, dass das die invertierten Farben sind und man guckt jetzt in die Mitte und wenn man lange in die Mitte geguckt hat, dann ist das Bild weiß und dann sieht man das Bild, wie es eigentlich wirklich ist. Kennt man, ne? Dann sieht man die Farben. Dann sieht man für kurzen Augenblick die Farben, weil es eigentlich Schwarz-Weiß-Bild ist. Wenn du Farben siehst, bist du dumm. Das Bild ist schwarz-weiß. Ja, ja, es ist so, wir sind halt dumm. Wenn du Farben siehst, bist du dumm. Ralle ich nicht. Ralle ich auch nicht. Doch, ah, das ist ihre Hand. Und hier ist einfach der Schatten von irgendeiner Flagge oder so. Immer dasselbe. Thinks that squares below are actually different color.
but they're not. Don't believe me? Put your finger in your ass. Ja, ja, ich finde, das war auch ein guter Abschluss. Ey, da haben wir jetzt optische Illusionen gemacht. Ey, crazy shit.